Ja, also die Sporthilfe ist vor allem für junge Athletinnen und Athleten super wichtig, weil wenn man mal anfängt, ist es immer nett, wenn man so eine kleine Unterstützung bekommt. Kurz gesagt, ein Fundament, finanziell gesehen, eine Wertschätzung, ein Eintritt in eine Familie, die ich so nicht kannte, also so quasi unter seinesgleichen Spitzensportler, die sich unterstützen, die sich gern haben, die mit denselben Problemen umgehen lernen, und das Radl dreht sich weiter, weil meine Kinder jetzt auch bei euch sein dürfen, und es ist eine ganz spezielle Unit. Die Sporthilfe an sich, wie man da jetzt beim Alumni-Treffen sieht, ist ein super Netzwerk und man kann sich auch sehr, sehr gut austauschen. Was gibt denn der Sport mit? Ich glaube, das ist einerseits nie aufgeben, Disziplin, dass man auch Rückschläge, Niederlagen muss man einstecken, verarbeiten, weiterarbeiten. Ich glaube, das sind schon wesentliche Faktoren, die man auch im Arbeitsleben, im täglichen Leben auch braucht. War prägend, weil ich von Beginn an dabei war. Vorher war das der Vorsitzende des Behindertensports. Das ist dann 2012 nahtlos in die Sporthilfe übergegangen und das war eigentlich die Zeit, wo ich dann bis 2016 auch dabei war und bei 4 Paralympics dabei war. Die Sporthilfe war immer dabei. Die Sporthilfe ist ein ganz, ganz wertvoller Begleiter, nämlich nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern in ideeller Hinsicht genauso, weil die Sporthilfe ist so präsent und die Sporthilfe präsentiert ihre Sportler, die erfolgreichen Sportler und auch den Sport der Öffentlichkeit. Also durch die Sporthilfe trägt wesentlich dazu bei, dass Sport in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.